Der Name des Vereins ist zugleich Vereinsprogramm. Lustiges Kegeln. Jeden Samstag treffen sich die Hobbykegler auf der neuen Kegelbahn im Gasthaus Weinknecht zu einer lustigen Kegelpartie. Einmal im Monat an einem Samstag trifft sich der Verein Lustiges Kegeln in Vösendorf im Gasthof Weinknecht, um eine ruhige Kugel zu schieben oder so ähnlich. Seit 5 Jahren gibt es bereits den Verein und die Freude nimmt mit jedem Jahr zu. Aber ist das Kegeln eigentlich schwierig zu erlernen? Ja, schwer ist es nicht, es ist spannend. Manchmal trifft man was, manchmal trifft man nichts. Aber das ist auch kein Problem, wir haben ganz einfach einen Spaß dabei. Beim Kegeln denkt man eher an große, starke Männer. Sie sind jetzt eher eine zarte Dame. Diese Gegensätze, ne? Und hier und da gelingt es auch mir, dass ich alle 9 erwische. Ne? Außerdem beim Kegeln kommt es jetzt sehr auf die Kraft und auf die Technik drauf an, ne? Die ich nicht besitze. Sie haben heute die erste Sau geschossen. Wie schafft man das? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das war Zufall und Glück. Vielleicht macht es das Fernsehen. Und was ist jetzt eine Sau? Eine Sau ist, wenn alle 9 auf einmal umfallen. Also Sie sind nicht die Sau-Spezialistin? Nein, normal nicht. Oh, ich habe oft geübt und viel daneben geschossen. Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Ist das tagesabhängig, ob man jetzt was trifft oder nicht? Ja, da kann man schon sagen, ja. Wenn man müde ist zum Beispiel Vormittag, wenn man gearbeitet hat, kann man nicht so kegeln, nicht so viel treffen. Oder man trifft alle 9 auf einmal. Ne? Da hat man einen riesen Spaß dann. Sind da viele Damen hier? Ist auch ungewöhnlich ein bisschen. Ja, eigentlich schon. Schon langsam sind dann die Männer dazugekommen. Es waren schon der Kassier und der Obmann, die waren die ersten Männer. Aber langsam sind auch. Wir sind aber nicht männerfeindlich. Wir freuen sich über die Männer, die da sind. Es geht nur um Teamsport, um die Bewegung, um die Freude, um Lust des Ganzen. Bewegung und Freunde treffen, ein bisschen plaudern. Nach dem Kegeln setzen wir sich ein bisschen zusammen, dann essen, besprechen und so weiter. Ja, das gehört doch auch dazu. Ne? Es soll ja nicht nur der Sport im Vordergrund sein, sondern auch das Gesellschaftliche, dass man herkommt, man unterhält sich, ne? Wie so eine große Familie. Ne? Und das ist das Schöne an der ganzen Sache.